Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packe ich drei Spiele aus, eins für die PlayStation 2, eins für die PSP und eins für die PlayStation 3. Ihr wundert euch jetzt, wo ist das PS3-Spiel? Das zeige ich euch am Ende, weil ich das getauscht habe mit Bender Meister, aber dazu mehr gleich. Ja, ich habe mir bei eBay diese zwei Spiele gekauft, Guitar Hero Man und Toco Bot Plus. Das habe ich auch schon auf der PSP, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das dieselben Spiele sind, aber ich wollte das immer haben und ich habe dafür 4,95 € bezahlt, inklusive Versand. Und Guitar Hero Man, das ist eigentlich eine PS2-Umsetzung, die wollte ich auch immer haben, damals habe ich es mir aber nie geholt, wurde damals von Eidos vertrieben, glaube ich. Und jetzt habe ich für 4,95 € das PSP-Spiel geholt. Das sollte eigentlich neu sein, aber es war keine Originalfolie, deswegen habe ich es mal geöffnet, aber zum Glück ist die Hülle nicht verkratzt. Ja, ich öffne das jetzt mal komplett. Das ist ab 6 Jahren freigegeben und wurde von Koei selbst hier vertrieben und das ist ein Musikspiel, ein cooles, sogar die Jungs von Rocket Beats lieben dieses Spiel, diese Feuerszene da, wo die da am Lagerfeuer sitzen und dann Musik spielen, ich glaube, da gab es dann jetzt irgendwie ein Video dazu. Und ja, auf der PS2 habe ich es mir leider damals nie geholt und jetzt habe ich mir für 4,95 € das PSP-Spiel mal geholt. Musikalisches Chaos hier unterwegs, ein musikalisches Spielerlebnis und Fingerfertigkeit, Ohrenschmaus und Errettung der Welt wie kein anderes. Geht zu einem Spieler, braucht 129 KB oder über Wireless kompatible zwei Spieler. Und ja, gucken wir mal rein. Zum Glück war die Hülle nicht verkratzt, weil ich habe mich da schon ein bisschen geärgert. So sieht die UMD aus und die UMD ist auch nicht verkratzt. Dann war hier noch so eine Koei-Ausfüllkarte, beziehungsweise THQ oder THQ hat das damals vertrieben. Und ja, ich dachte Koei selbst, aber dann doch nicht. Die gibt es ja leider nicht mehr. Aber Koei gibt es natürlich noch. Und ja, da haben wir die Anleitung. Gucken wir rein. Nichts Besonderes. Jetzt, oh, jetzt kommt aber Farbe. Und ja, wenn ihr Musikspiele mögt, guckt euch mal ein Video an. Wenn ich einen Trailer finde, werde ich ihn euch mal in der Beschreibung verlinken. Ich fand das immer irgendwie richtig cool. Und jetzt habe ich mir für ganz kleines Geld gekauft. Und da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Und eine Farbanleitung. Machen wir einen Dufttest. Riecht auch noch gut. Ja, eine schöne Anleitung dabei. Legen wir das mal so rum. So, das war das. Ja, und wie gesagt, das Spiel gibt es auf der PSP auch. Ich weiß es nicht, ob das eine PSP-Umsetzung ist oder umgekehrt. Ist so eine Art Strategiespiel. Also man hat so kleine Roboter dabei und muss sich dann seinen Weg damit erkämpfen, Brücken bauen mit denen, ja, Leitern. Und das war richtig cool auf der PSP. Und das für PS2 wusste ich gar nicht, dass es das gab. Ist uns auch von Tecmo, also Tecmo Koei dann und 2Kerz wahrscheinlich wieder vertrieben. Abenteuer erkunden und Geheimnisse, all das erwartet dich im Toco Bot Plus. Du bist Bold, ein Schatzwächter-Lehrling, der sich aufmacht, die philetonischen Ruinen mithilfe des geheimnisvollen Toco Bot zu erkunden. Ja, und das war damals richtig cool auf der PSP. Und jetzt habe ich mir das neu für 5 € gekauft, beziehungsweise 4,95 €, und da konnte ich nicht Nein sagen, da habe ich es mal zugeschlagen. So sieht die Disc aus, die Anleitung, sieht alles ein bisschen anders aus, und nee, das Game wurde von 2K Games vertrieben, auch gut zu wissen. Ich dachte jetzt auch THQ, aber sieht man ja auch, Take Two, okay. Ja, hier aber steht Tecmo und Tecmo Koei haben sich ja zusammengeschlossen, und jetzt ist es Tecmo Koei. Ja, gucken wir uns mal die Anleitung an. Auch schön in Farbe, cool. Und wie gesagt, wenn ihr so eine Art Spiele mögt, sucht euch auch mal einen Trailer raus. Könnt ihr euch das kaufen. Das bekommt man immer noch neu für 4,95 € bei eBay. Der Händler hatte noch 3 Stück. Und ich glaube, das ist ein unbekanntes Spiel eher. Aber ihr wisst ja, ich bin ja so ein Anime-Fan und mag diesen Anime-Look. Und das sind diese Bots hier unten. Und ja, das ist echt eine schöne Anleitung, muss ich sagen. Gefällt mir. Hat sich THQ... Ach, THQ, 2K und Tecmo sehr viel Mühe gegeben. Riecht auch gut. Boah, die riecht aber wirklich gut. Ja, das ist der Dufttest, den ich immer mache. Und die Disc sieht übrigens auch sehr schön aus. So, das war das. Und jetzt kommen wir zum Spiel von Ben. Tu mal den Müll weg. Und zwar habe ich ja mit ihm ein Spiel getauscht, beziehungsweise ich habe ihm 2 Mega-3-Spiele dazu gegeben. Die können die in seinem Video sehen, werde ich auch immer in der Beschreibung verlinken. Und zwar wollte ich sein Biohazard HD Remaster haben. Das kommt ja nächsten Monat im Januar für die Xbox One und PS4 als Retail-Fassung raus mit Zero in der Origins Collection. Und die PS3 und Xbox 360-Fassung, die Zero-Fassung, die wird leider nur digital erscheinen, was ich schade finde, weil ich die auch gerne für die PS3 in der Sammlung habe. Und ja, ich habe ihn gefragt, ob er tauschen möchte. Hat er gesagt, ja, schick mal ein Bild. Dann habe ich ihm ein Bild geschickt, beziehungsweise ich habe ihm das vorgeschlagen.
Und er meinte, ja, macht er gerne. Und ja, jetzt hat er meine Mega 3-Spiele, die ich nicht mehr gebrauche, weil ich sammle keine Mega 3-Spiele mehr. Das waren noch Spiele aus meiner Kindheit, die waren nur im Karton und das werde ich noch spielen. Und dann meinte er, ja, ist er mit einverstanden und ich war mit einverstanden. Ich bin sehr froh darüber, er ist froh darüber. Und wir sind beide glücklich. Seinen Kanal verlinke ich euch natürlich auch. Ich kenne Ben schon Ewigkeiten. Ich glaube, schon seit ich YouTube, kurz danach haben wir uns irgendwie kennengelernt. Seitdem kennen wir uns. Für mich immer ein sympathischer Kerl gewesen. Ich weiß, der hat mit den einen oder anderen Problemen gehabt, aber ich habe mich da immer neutral verhalten. Und das werde ich auch weiterhin so machen. Für mich ist er ein sympathischer Kerl. Und ich hoffe, wir haben noch einige Jahre zusammen auf YouTube. Und ja, machen wir jetzt mal das Unboxing. Genug der lieben Worte. Ist aber auf jeden Fall ein sehr sympathischer Kerl. Und könnt ihr abonnieren. Aber ihr habt den wahrscheinlich eh schon alle abonniert. Und ja, alles auf Japanisch. Aber das Spiel hat deutsche Untertitel und englische und japanische Sprachausgabe. Da ist der Wesker-Report auch drauf und man konnte Kostüm von BSAA spielen für Jill und Chris. Und ja, das packen wir jetzt einfach mal aus. Zero werde ich mir auch nochmal aus Japan importieren für die PS3, weil ich das gerne auch für die PS3 habe. Ich mag meine PS3, wie gesagt, ich werde immer noch Metal Gear für die PS3 kaufen. Und ja, natürlich werde ich mir Resident Evil Origins für die PS4 auch kaufen. Nur ich finde es kacke, dass PS3-Spieler... ja, hier ist auch ein Code drauf. Ich weiß gerade nicht, für was der ist. Und dann haben wir hier das. Dann haben wir das Bild. Das Remaster ist ja damals für den GameCube erschienen. Beziehungsweise diese Neuauflage. Dann für die Wii. Und jetzt halt für die PS3, Xbox 360. Bei uns dann erst digital leider nur. Und für die PS4 und Xbox waren auch digital. Aber wie gesagt, die Next-Gen-Fassung kriegen Biohazard mit Resident Evil Zero nächsten Monat als Retail-Fassung. Dann haben wir hier noch Werbung und ein Blättchen an Anleitung. Die PS3-Fassung läuft übrigens in 720p und die Xbox 360-Fassung, wenn ihr euch die Digitalfassung kaufen wollt, und die PS4 und Xbox One auf 1080p. Ich meine, es gibt es auch für die Xbox One, ich bin da gerade auch nicht sicher, aber ich meine ja. Und ja, das waren die 3 Spiele. Ich bin sehr zufrieden, guter Tausch gewesen, gute Preise. Und wie gesagt, geht mal auf den Kanal von Ben, wenn ihr das Video sehen wollt, was ich ihm geschenkt habe, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und hierzu werde ich 2 Trailer suchen und dann könnt ihr euch die mal ansehen. Sind ganz nette Spiele, kleine Titel, unbekanntere Titel, eher sehr japanische Titel. Aber ich mag so kleine Titel, die Charme haben, sage ich immer wieder. Nichts ist für mich wichtiger als Spielspaß und Charme. Und die beste Grafik bringt mir nichts, wenn mir das Spiel nicht gefällt. Ja, ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich, ja, habe ich ja schon gesagt, und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit für mein neues Video genommen habt. Bis bald. Genau, es kommen die Sprachfehler wieder. Also bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss.